Hey, möchtest du deinem Bruder eigentlich nicht Bescheid sagen, dass mit Leute angerufen hat, die wegen einer Werkzeug zurückkommen? Nein, ich mag ihn jetzt nicht stören. Ich glaube, der unterschreibt gerade seinen Ausbildungsvertrag. Ja, mit Hammer und Meißel, gell? Moderner als du glaubst. Lerne einen Beruf mit Tradition und mit Zukunft. Bewirb dich für eine Ausbildung als Steinmetz. Bei Scholz Naturstein in Fraßdorf. Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Sonntag kurz vor 17 Uhr, das heißt Eishockey. In der DEL heute mit einem ganz besonderen Spiel. Die Star Bulls Rosenheim empfangen die Eisbären aus Regensburg. Also, Hauptschiedsrichter steht bereit. Spray TV begrüßt euch ganz herzlich zum heutigen DEL-2-Spiel zwischen den Star Bulls Rosenheim in den gewohnten grünen Heimtrikots und die Gäste aus Regensburg im weißen Trikot und in den roten Hosen. Also enge Spiele zu ziehen dann, ne, auf die eigene Seite. So, jetzt der Lukas Laub, legt nochmal schön zurück. Ah, oh, das war ja jetzt mal eine Riesenchance für die Star Bulls. Ja, Weber an der blauen Linie wirft die Scheibe Richtung Tor. Haben wir jetzt ein Getümmel vor dem Rosenheimer Gehäuse und Thomas Pepperle sichert die Scheibe. Wieder Bulle-Gewinn für die Regensburger. Gedakis, schlitzohrig gemacht. Und da ist das 1:0 für die Eisbären Regensburg. Das hat er sehr schlitzohrig gemacht in der Vorbereitung, Abbott Gedakis. Dann schauen wir noch, wer der Torschütze war. Die 86. Der gerade getroffen Corey wurde noch, Trivino, glaube ich. Bitte? Ich glaube, da war der Spieler, der gerade noch getroffen wurde vom Puck. Schauen wir drauf. Und jetzt, ja. 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 Corey Trivino ist der Torschütze. Da sehen wir Gedakis. Bringt er die Scheibe zum Tor und dann, ja, unglücklich für Thomas Pepperle, fällt sich Corey Trivino direkt vor den Schläger. Hier sehen wir es aus der Hintertorperspektive. Da kann er nichts mehr machen, der Thomas Pepperle. Näher zum Puck ist, dann wird abgepfiffen und es so, findet. Jetzt haben wir eine Chance für die Star Bulls. Wunderbar, ich danke dir für deine Erklärungen und jetzt war es der Maxi Vollner. Dann lieber die Sekunde mehr Zeit lassen, nochmal alle zusammen nach hinten. Schön gemacht von Stretch so rüber auf Reiter. Oh, schöne Chance für die Star Bulls. Kajowski, Peter Heider mit dem Schuss. Zone defensiv, wobei ich aber hier sagen muss, dass die Reihe sehr verantwortungsbewusst da spielt. Chance jetzt für Regensburg. Pepperle hat die Scheibe. Gerdakis mit der riesen Chance und da ist das 2:0. Ja, wenn der Mann auf dem Eis ist. Brandgefährlich. Das sogenannte, berühmte, viel zitierte, dreckige Tor. Die Gäste aus Regensburg gehen mit 2:0 in Führung. Erst konnte Thomas Pepperle noch klären. Schauen wir nochmal drauf. Es ist erst Gedakis. Trivino wieder mit dem Tor. Ja. Corey Trivino ist jetzt mit seinem zweiten Tor hier heute Abend. Mit der Rückhand schlänzt er dann die Scheibe ins Tor. Einmal hat es Gedakis probiert und da schlägt es dann mit der Pepperle ein. Gekommen sind Andi Mangfall. Unterstützt natürlich lautstark ihre Mannschaft. Aber jetzt Lukas Laub alleine. Und die Scheibe bleibt vor der Linie liegen und geht wieder nicht rein. Unfassbar. Shane Hanna. Probiert es wieder über Hauler. Und jetzt hat er es aus Rosenheimer Sicht. Endlich. Freut mich extrem für den Hauni. Hat nicht aufgesteckt, immer weiter probiert. Jetzt mit seinem vierten oder fünften Schuss geht er jetzt endlich rein. Ja, da wird einiges abfallen von ihm. Ja. Absolut. Und da konnte auch der gute Tom McCullen nichts mehr machen. Dieses Powerplay konnten die Star Wolves nutzen. Shane Hanna legt rüber. Ja, das ist sein Wohnzimmer. Shane Hanna. Ja, die letzten 30 Sekunden und jetzt ist es vorbei aus Sicht Trivino. Trivino macht das dritte Tor heute Abend. Erhöht für seine Farben auf
3:1. Die Star Bulls sind all in gegangen. Haben alles probiert, haben alles versucht, haben Thomas Pepperle vom Eis genommen. Aus ihrer Sicht hat es nicht gefruchtet und Corey Trevino, dreifacher Torschütze hier heute Abend im Rosenheimer Rofa Stadion, der alles weggefischt hat, was es wegzufischen gab hier im Rofa Stadion. Für die Star Wars natürlich nach dem Aufwärtstrend am Freitag, wo sie bei den eisbereiten Krimmitschau gewonnen haben, ein Nackenschlag heute. Die Niederlage hier zu Hause auf heimischem Eis mit 1:3 gegen die Eisbären in Regensburg.